Kannst du aus dem Zug an? Ich schaut hier noch einer. Das ist er. Ja, warte. Ja. Das ist ja Bock, die, die Pipe umzudrehen, die da ganz oben geht. Dass du auch andersrum rauschen kannst. Um dadurch zu sterben. Was? Die Pipe? Switch, ja, what? Die Hyper-Hyper-Tube, die da ganz oben aufs Dach geht. Die mal andersrum verwenden. Achso. Wenn schon sterben, dann, ne? Genau so. Schon Bock drauf. Ja. Aber ich will auf jeden Fall da mitsterben, weil, ja, dann brauchen wir ewig gerade. Ja, okay. Ach so, scheiße. Und ganz oben haben wir dann auch Strom. Ja, aber Jetpack. Wir haben danach kein Jetpack. So sind beide Jetpacks, glaube ich, hier. Ziemlich sicher. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich, ich lasse uns die Jetpacks einfach hier auf den Boden legen, hier vorne beim Eingang. Nee, nee. Das meine ich nicht. Das, wenn wir respawnen, haben wir bis wir hier sind keins. Ja, brauchen wir nicht. Trust me. Ich bin schon auch genug gestorben, Nico. Ich brauche auch keins. Ja, aber. Wollen wir nicht auch zum AKW wegen Quarz? Und da brauchen wir es eigentlich schon. Haben wir, müssen wir eigentlich noch was Dinger haben. Wobei ich eins davon dabei habe. Was ungeil ist. Ja, wir haben zwei, glaube ich, wie gesagt. Ich glaube, wir haben zwei hier. Also vier insgesamt. Haben wir echt beide das hier? Ich glaube ja, weil ich hatte gestern, nee, heute im einzelnen Inventar geht noch. Trotzdem schneller. Oh, selbst wenn wir uns töten und die Jetpacks holen, dann erst so rangehen, geht es trotzdem schneller, wenn wir jetzt zurückfahren. Ja, stimmt. Also mit ins zurück. Also ich würde trotzdem sagen, dass ich die Jetpacks hier platzieren, wo ich bin. Ja, gut, ich. Quatsch. Nee, ich gehe einfach, ich flieg einfach hier hoch und wieder runter. Dann schreibe ich hier. Nee, ja, nicht das hier. Ich will ja die große Pipe haben, die kleine ist ja langweilig. Wenn er ja, noch steckt. Ja. Ja, wenn wir oben Strom. Ja, ich würde okay. Mal oben Eingang platzieren, dann will ich da mal runtersaußen. Ganz oben haben wir aber keinen Strom. Hä? Doch, ganz oben nicht. Haben wir ganz oben keinen Strom? Auf der Decke nicht. Das aber du kannst da easy in platzieren, glaube ich. Weil, stimmt doch, wir haben eine Wand da drunter. Ja, okay. Ja. Ja, dann lass du machen, okay. Denk an Jetpack für Fuel. Genau. So, 100er und. Müssen wir nur schauen, dass wir auch safe dahin kommen. Ich speichere es, ne? Ja, ja. Das gemein. Dürftest du nicht mehr drin haben in deinem Inventar. Das habe ich wahrscheinlich irgendwo reingelegt. Ach ja, habe ich dir auch sogar letztens gesagt, bei Zweitbase im Container. Ja. Speichert? Ja. Gut. So. So, das ist das Schwerste, finde ich, von hier aus. Ja. Oh, ich bin jetzt wieder rüber zu kommen. Wow, fast gestorben. So, springen. Geschafft. So, und dann. Ach, ganz oben. Genau, aber wir drehen da oben nicht um, sondern springen runter, oder? Wie? Ich würde wir können oben, auch in Hypertube umdrehen. Ah, stimmt, weil. Das ich soll ja eigentlich oben Eingang reinmachen. Ah, ja, stimmt. Dass wir da nochmal einen Speed haben. Nochmal reinflischen. Ich weiß nicht, ob wir um zu gucken, was wir Strom verbunden bekommen, aber auf mal testen. Mhm. Keine Arbeit. Hier, Hypertube Eingang. Hast du Stahlrohre? Warte, Stahlrohre, ja. Warte, ich geil, kann. Oder gibt's einen ersten bauen? Ja, ich kann's versuchen zu. Ah, ich hab keinen Stahl. Stahlbeton. Ja, die Dinger her, die Rohre, ja. Yep. So, und Strom ist wo? Da, da hab ich schon. Okay. Are you ready? Ja, du zuerst. Warum ich zuerst? Okay, das ist viel. Ja. Tschüss! Ah, ich bin recht knapp hinter dir. Alter, das geht so schnell und. Zack. Au, ja. Au! Du bist auch nie gelandet. Aber ganz schön zügig, ey. Okay. Ja. Die sterben sogar nicht. Oh mein Gott, nächstes so. Todes. Oh, aua. Ja. Echt mehr, als wenn du nicht da bist. The fuck? The fuck. Ja, gut, dann dürfen wir uns erstmal Materialien holen. Achso, ich wollte gerade recht wieder zurück. ja, das wäre richtig. Höher, ne? Mist, ja. Ja, aber wir wollen ja erstmal Dings anschließen. Nicht Kobalt, Ach, Polymer hat. Ich wollte das ja auch noch machen, da habe ich gleich gedacht. Das ist ein bisschen uncool, dass wir doch unser Zeug mitnehmen müssen. Wow. Ach, Scheiße. Nee, das war mir klar, dass wir uns dann direkt die neue Sachen holen müssen. Ich dachte halt, wir holen jetzt Stahl.
und dann wieder zurück. Nice. Aber wir wissen, dass wir das überhaupt machen. Das ist die andere Sache, bevor wir uns auch Materialien holen. Das müssen wir dann halt schauen. Aber, ja, wir müssen das ja sowieso machen. Das ist halt das Ding. Ja, da hab ich nicht gedacht, Shit. Deswegen war ich jetzt auch nicht so begeistert von Sterben, ne? Aber ja, gut schon. Ja, das weiß ich auch warum. Das ist jetzt das Schlimmste. Also. Ja. Okay, zumindest ausrüsten. Also, ich hab schon mal einiges. Es müsste eigentlich reichen, weil ich kann Dings muss alles platzieren. Ja, müsste eigentlich reichen. Oder nehme ich nur Stahl mit schon mal. Oh, nimm bitte noch ganz viel Beton mit. Ich ganz viel, aber ein bisschen Beton mit. Sagen wir 2 Stacks oder so. Da habe ich nämlich 0. Drost. Okay, ja. Jetzt hoffe ich nicht mehr. Ja. Gut. So. Wie viel Polymerz passt denn noch hier rein jetzt? Keine Ahnung. Nur noch bei 2 Container. Von wie vielen neuen? Nicht mehr bald. Knapp 1,5. Was? Wie viel Container hatten wir platziert neue? Neu? Boah. 6 vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Nico? Ja. Ja, eine Sache ist generell nicht so geil hier. Okay. Haben wir eigentlich irgendwo in der kompletten scheiß Hauptbase noch Jetpack Fuel? Nein. Cool, dass wir ja noch 2 Waschjetpacks haben, aber dafür kein Fuel. Stimmt. Ich hab mich gerade schon 2 Tage lang schon gefreut, so. War schon ausrüstet, hätte man so einen, ich brauch noch Fuel, und den haben wir nicht. Ja, notfalls stellen wir es her. Ja, einfach gucken, ob wir es noch brauchen. Weil wir fast was auch irgendwie nervig hier nicht brauchen, dann können wir uns überlegen, ob wir es machen. Also die Möglichkeit bestände. Und selbst ich glaube, im Jetpack kostet eh nicht so viel zu mehr erstellen. Das wäre das, wir keine hätten. Ja. Wir müssen nur darauf achten, falls wir es verwenden, dass wir nicht mit zu zweit Base nehmen. Das haben wir statt 60 Jetpacks und hier gar keine mehr. Das stimmt. Hat irgendwann seine Nachteile. Ja. Tja, wie kommen wir dorthin? Boah. Ist gerade noch ganz ungeklärt, oder wie an den Dingern das rauszufinden? Nee, ich bin hier. Also ich bin zwar noch bei dem Stromproduktionsding, aber ich überlege halt, wie wir da generell hinkommen. Ich bin jetzt auch da, ich bin jetzt hier so. Okay. Aber ich meine, letztendlich ist ja egal, wo wir das Polymerharz rauskommen lassen. Ja, wir müssen auf jeden Fall einfach irgendwie zu einem scheiß Zug bekommen. Oder einen Zug hierher. Richtig. Den beiden. Ja, aber Zug hierher. Nee, ich scheiße, davon, weil der da oben ist. Geil. Ja. Das Ding ist, haben wir da überhaupt Haltstellen frei für einen Abfall? Ja. 2 Stück. Wir haben sogar einen schon Abfalldings benannt. Wobei nicht Abfalldings, aber auf jeden Fall haben wir den schon richtig benannt, ja. Das heißt davon, wenn wir parallel zu denen hier das machen. Ich komme gerade also zu dir. Hier runter. Dann parallel hier rum und dann ins Gebäude rein und dann mit dem Lüften nach oben. Maybe. Ja. Irgendwie so. Ich hatte das sauberste. Ich hatte jetzt spontan so überlegt, irgendwie von zum Beispiel hier aus darüber. Also komplett straight. Nee, sieht scheiße aus. Weil alle erste Gedanken war über den Weg hier. Neben den Rohren, aber ist auch scheiße. Ja, besonders haben wir da auch nicht viel Platz. Ja, das ist ja gedient. Wobei, wollen wir. Aber hier ist doch eigentlich sauber, hier wird ein Lift runter. Oder direkt da dran. Ja, wobei man dazu sagen muss, da hängt jetzt auch nicht so viel Platz. Also, ja, das würde ich vorher mal schauen gehen. Wollen wir, wollte gerade sagen, ich würde mal in der Base schauen gehen, also für beide am besten, logischerweise. Lass auch unten rum reingehen.
Wir müssen sogar einen Schnittstromweg da unten haben. Das haben wir ja. Ja, okay. Wir hätten so Rampen. Ich weiß nicht, inwiefern wir dann in die nächsten Taschen kommen und so ein Scheiß. Und wie wir hier in den Futter kommen, das wäre immer die Frage. Ach, hier geht's. Stimmt. Ja, was runter. Keinen Schaden bekommen. Oh, das ist ganz schön weit. Ja, okay, keinen Schaden bekommen. Das dachte ich mir auch gerade so. Ich dachte auch so, ein oder zwei Herzen Schaden? Nee, gar keinen Schaden. Aber es ist auch untergegangen, okay. Cheater. Doppelter Cheater, den Speed von Fußball mit. Ja, und ich laufe nur nicht mal drauf. Ich schon, ich renne sogar, denke mal, oh Gott. Nein! Oh, schade, nicht mehr. Oh, das ist gesagt. Au. Aha, oh, fuck. Ich will erster sein. So, wo warte, bevor wir so viel weiter rennen, eigentlich ja hier. Schon. Ja. Wir waren lange nicht mehr unten. Oh ja, aber sehr lange nicht mehr. Schon, wir hatten ja sogar hier unten schon. Ja, ja. Da kann ich mich nicht mehr erinnern, dass wir Zocki haben. Lol. Aber es ist problematisch. Ja, wir haben halt keinen Platz dafür, ne? Das geht nur in die allererste Etage hin. Das war's. Du könntest über Autos transportieren lassen, das ist doch noch unser. Oh Gott. Hier stimmen die ganzen Autos, die fahren alle gar nicht mehr. Die stehen jetzt gerade rum, ne? Ja. Ja. Alter, die Lex. Wie viel mit ist drin, ne? Jawoll. Ich kann aber sogar fahren, ich wollte. Oh Mann, ist geil. Haben die echt schon Sprit und so ein Scheiß? Vielleicht nicht auf so eine Tappe in den Dinger zugreifen. Ja? Von hinten drauf. Nee, du musst aussteigen und von hinten drauf zugreifen. Das ist erst noch weiß an die Kiste hier. Er hat gar keinen Treibstoff hier drin, wie kann er noch Treibstoff haben? Naja, egal. Hm. Aber gibt es so eine coole Animation für die Kiste? Hm. Ist denn hier irgendwie noch Platz? Nee, hier ist auch nichts, okay. Kann man das Zeug einfach mit Hypertyp reinschmeißen? Oh, das wäre praktisch. Alter, jetzt fangen die Legs aber gerade richtig an. Ich hab auch gerade nur noch 30 FPS. 8 FPS. Jetzt geht's wieder. Ich hab, mein Minimum war bisher 22. Oh, 22 ist bei mir ungefähr Standard. Oh Mann, ey. Ja, wo sind hier ein Gegner drin? Ich hab kein Schwert. Hilfe! Oh. Ah! Das ist nicht sonderlich gut. Ich kann mich nicht wehren. Aua! Du Pure. Ich will nicht sterben. Ja, klar! Jetzt hörst du mich, glaube ich, bis noch vor. Schnell. Noch ein Herz, bitte nicht. Nico. Ah! Oh. Oh, safe. Was ist denn das Vieh? Ach, du Scheiße. Ja, irgendwo unten, keine Ahnung. Ich hab keine Waffe. Ach, da. Ich steh dran. Oben. Ja, ja. Ich hatte da unten irgendwo rum. Nee, in den Pets ist wahrscheinlich oder so. Hat mir gefolgt das. Das war wirklich nicht mehr. Okay, egal. Musik ändern, die war gerade richtig episch gewesen, richtig gut dazu gepasst, aber. Ich weiß nicht, die Musik, die der Titel eigentlich beschreibt. Sehen wir mal. Den. Tja, das ist sehr schwierig. Ich habe auch schon überlegt, was könnten wir ja hier rein? Bist du eigentlich. Ach, da vorne, ja. Warte, kannst du das bitte? Max hat geantwortet. Wow. Aber er kann jetzt auch nicht mehr. Ja, gut. Also ich, vielleicht morgen hat er geschrieben. So. Warte, wer, wo, wie? Also, theoretischweise könnte man ja hier unten rein. Das wäre, glaube ich, noch einigermaßen gut machbar, wobei man wobei man dazu sagen muss, da ist da hinten viele Maschinen stehen, deshalb könnt ihr eigentlich mal gucken am besten. Ich bin ja, das geht so schon irgendwie. Aber was das größte Problem, glaube ich, ist, wie wir da wieder hochkommen, wie wir hier höher kommen. Ja, ist nicht so geil viel Platz. Etage könnten wir auf jeden Fall höher gehen. Um. Ich hab sogar zwei. Dann. Ja, wenn nicht von da aus. Oh nein, oh nein. Oh, das war knapp. Da war ich fast in den Tod gerast. Ne, hier geht gar nicht mehr weiter. Es wird belastend alles hier. Richtig. Hier. Wobei gar nicht. Wobei. Nee, irgendwie geht's gar nicht mehr weiter. Als höher noch. Da geht's vielleicht noch einigermaßen. Achso. Wobei ja, nee, hier geht's nicht. Ist ein Aufgang. Und da können wir. Und Eingang alles. Da können wir keine nichts langziehen. Keine Bodenplatte entfernen.
weil nicht schon weg und so. Ja, aber ist kein Problem. Ja, aber selbst hier nicht, weil hier das das Jumppad da drunter ist. Also es geht nicht. Okay, lass mal gucken, wo es am besten hin sollte. Ja, das könnte man mal schreiben, aber mach's gleich. Ey, lass bitte mal hier auftappen. Ich kann zuschreiben. So, das ist Abfall, okay. Beziehungsweise ich nenn's mal Polymerharz. So, und dann schau's mal. Ja. Okay. Also der Input soll hier hin. Halt. Was? Warum ist hier Schwerölrückstand drin? Nice. Was? Wollen wir auch Schwerölrückstand wegtransportieren? Wahrscheinlich, oder? Weiß nicht genau. What the fuck? Wo kommt das her? Ja, aber wollen wir das dauerhaft machen, oder? Ja, yeah, die werden sie produzieren, dann muss es ja weg. Aber wo ist es denn? Ich brauche gerade auch noch die Top-Tom. Sorry. Das ist halt Ping, mal hier oben, und so. Ganz oben, in der vierten. Ja, guck mal. Direkt der erste Bahnhof. Das Problem ist, ich kann halt nicht nachschauen, weil ich kein Jetpack habe. Und kein Fuel. Können eigentlich deswegen, von hier. Ja. Gibt es von der dritten einen direkten Jumppad weg? Nach ganz oben? Nee, ne? Ich muss nee. Rauslaufen und dann annehmen. Ich glaube, ja. Warte kurz. Ich schade, dass wir gemacht haben. Ah, okay. Weil ich glaube, zwischen der dritten und vierten Etage ist es zu hoch. Ich glaube, da kam man mit dem Level gar nicht hoch. Ja. Okay, übersteuern. Ja, mit zwei Stück wird es gehen, aber. Hm? Zwei Stück? Achso, ja, aber. Ich glaube, dann ist man sehr hoch plötzlich geflogen. Hier ist Schwerölrückstand. Im Rohr auch noch? Ja, ja. Das hat eine Flüssigkeit. Das war das Rohr zum Abtransportieren. Ja, das auf jeden Fall, aber ich weiß halt nicht, ob dauerhaft, also ob wir das irgendeiner. Leute, doch, das haben wir in irgendeiner Produktion drin. Stimmt. War das eine Ölproduktion, die wir auch gelassen haben? Weil wir haben halt so viel Ölproduktion abgerissen, weil die Jones brauchten. Ziemlich sicher in der dritten Etage. Lass nachgucken, in der dritten Etage. Aber das heißt, dass hier wieder Abtransport von dem Scheiß, kann ich mir nicht vorstellen. Wieso? Oder? Oder ist das eine, die frei war? Das eine, die frei war? Wir haben zwei frei gehabt, Matze. Ich dachte, die wären hinten gewesen. Ja, okay. Nee. Hier ist, genau, hier ist für Kieselsäure, die wir anbringen lassen müssen wegen. Das wird schon bestimmt, Nico. Alles gut. Aber ich würde trotzdem mal gucken, weil ich finde es halt ärgerlich, wenn wir das jetzt. Also, ich will halt erstmal gucken, ob der Schwerölrückstand wirklich dauerhaft produziert wird. Ja, genau, vor allem können wir das nicht mixen. Wir können nicht fest Brennstoffen leicht und Flüssigkeiten in einen Zug mixen. Fett. Wir müssen dann zwei Züge dafür reservieren für Abfall. Das ist echt scheiße. Wobei, das ist nicht schlimm. Das ist tatsächlich gar nicht schlimm. Oh, der hält erstmal einen oder beim nächsten. Oh. Jetzt wird eh nicht aufgeladen. Wobei, doch, ist problematisch, zumindest so wie ich es gerade denke. Aber erstmal ganz kurz gucken wegen Schwerölrückstand. Ja, aber gerade dran. Ja, es wird hier produziert. Also als Nebenstoff. Ja. Das ist. Blöd. Einerseits gut zum Testen, ob es dann auch geht mit dem. Ja, ja, das war schon klar, irgendwo sowas herstellen, aber Behältern. Ich weiß, was hier auch ist. Scheiße. Das naja, Problem gut. ist halt, ich habe zuerst gedacht, was wäre. Wait, doch, oh lol, ich bin so dumm, doch, es geht klar, okay. Hm? Naja, also wir nehmen den Vorderst, also wir nehmen das hier einfach für Abfall. Ist das nur Abfall? Ja. Genau, und so wie du es dir wahrscheinlich gedacht hast, wir werden ja dann.
in den ersten den Schnellrückstand reinpumpen, in zweiten dann einfach Pummelmerz, genau. Und ich dachte zuerst, dass für den Zug halt scheiße, einfach mega Umweg fahren, um von einer zur anderen Haltestelle zu fahren, und dann aus Deponia raus, dann einmal komplett raus, rumfahren, überölen, wieder neu rein. Muss er ja nicht. Auf die andere Seite zu kommen. Wir haben ja zwei Züge. Also ich werde das safe mit zwei Zügen machen. Ach so, oder so. Ja, okay, ich dachte eigentlich ein. Was heißt safe, aber fände ich halt an sich generell. Stimmt, die könnten ja, die blockieren sich ja dieses Second Factorio. Ja, die können durcheinander fahren, so ein Scheiß. Mhm. Und die laden ja nicht Flüssigkeiten in den Container rein, wo Festzeug reinkommt, von daher ist das halt easy. Genau, das war nämlich gerade eben meine Befürchtung. Dass er dann schwer Rückstand gelaschen wird, aber. Es sei denn, es kommt bei Patchen, das geht dann, da sind wir am Arsch, aber. Aber. Warte, doch, wir müssen aber auf eine Sache achten. Wobei, warte mal ganz kurz. Müssen nur die Container drauf achten. Wo was, ne? Wenn. Ja, warte mal. Also machen wir später. Nee, bei einem Problem gibt es doch. Das wird schwierig, denn. Wenn wir. Wir haben jetzt zwei Züge, ne? Und. Ja. Angenommen, es kommt der eine an, der kein Schwerölrückstand, der soll nur Polymerharz mitnehmen, ja? Ja. Der fährt hin. An sich sagen wir zwar, er wird nur mit Polymerharz beladen, aber ja, klar. Wenn der, angenommen, hier ist Polymerharz jetzt drin, im zweiten Container, also der Waggon, ja? Ja. Und der erste ist leer, weil da theoretischweise eigentlich, keine Ahnung, irgendwas anderes reinkommt, sagen wir einfach mal, ja? Ja. Und sagen wir auch zum Beispiel Uran, ist jetzt eigentlich egal. Und der ist jetzt aber leer, weil noch kein Uran abgeholt wurde. Das heißt, der vorderste Container, ja, der Waggon ist leer. Und der wird dann mit Schwerölrückstand beladen. Hä? Warum? Weil das Spiel denkt, er soll den beladen. Ja, aber kannst du nicht beladen, wenn da Fettbrennstoffe reinkommen? Das ist ja kein Flüssigkeitscontainer. Ja, aber der platziert das ja. Weil schau mal, du kannst keinen Flüssigkeitswaggon bauen. Das heißt, wenn er einen Güterwaggon da hat, der auf irgendeiner Frachtplattform steht und befüllt wird, dachte ich auch die ganze Zeit. Das heißt, der entscheidet in dem Moment, ah, guck mal, ist nichts drin, ja, dann tue ich eine Flüssigkeit rein. Scheinbar. Scheiße. Ja. Wobei. Ganz ehrlich, wollen wir das nicht am besten mal testen, weil was wäre, wenn wir schon vorher festlegen, also angenommen, wir bauen jetzt einen Zug und nur mit Festsachen, ne? Keine Flüssigkeitssachen. Und das heißt, am vordersten auch Festdinger. Würde es dann im Nachhinein ändern? Oder würde er sagen, ach guck mal, da war schon was Festes drin? Ja, aber das geht. Ja, das kann man ja recht easy testen. Aber ich glaube schon. Egal, sonst bauen wir es halt wieder ab und es halt weg. Du tust ja auch einen Container für Fettbrennstoff hinsetzen. Und der ändert ja auch um. Sonst zu Flüssigkeit. Ja, das weiß ich halt nicht, ob er es tut. Oh, kann ich pingen? Ich drücke ja nichts. Ich drücke eine linke Maustaste. The fuck? Dann hängt deine Alt-Taste, Matze. Nö. Ne. Die ist draußen. Drück mal Alt ein paar Mal. Ja, jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich, weil ich raus, wo ich Alt gedrückt habe oder so. Wow, oder das. Aber ich hab die Taste rausgezogen, also ich musste erst rücken, bevor sie aufgehört hat. Ja, das ist aber manchmal so. Ja. Na, bei dir. Ich ist auch nicht mehr, du hast eine neue Tastatur. Ja, stimmt. Tja. Aber ist halt die Frage, wenn da schon ein richtiges Item drin war, was nicht flüssig ist. Ob er es dann im Nachhinein mal umändert, das weiß ich halt ja, nicht. Ja, lass testen. Okay. Kann ich hier da entspringen? Ja, gut. Geht. Die Leichen despawnen nicht, oder? Nur Frage. Nee, die despawnen nicht. Hatten wir schon ein paar Mal, dass man erst nach sehr langer Zeit dann wieder hin ist. Das ist sehr lange, aber schon erst nach einer gewissen Zeit hin ist. Wäre mich doof, wenn das so ist. Ja, das wäre ein bisschen blöd. Auch nicht ultra breit, aber ja, nee. Muss ich sein. Ui, wir bauen einiges. Könntest du dich vielleicht schon mal um die Signalisatoren kümmern? Dann hole ich schon mal den restlichen Signalisierer für die Züge, ne? Ja. Sonst können wir keinen Zug bauen. Alles gut.
Motron Stahlcomputer. Motron Stahlcomputer. Motron gefunden. Okay. Alter, die Lex manchmal, ey, das ist ja abnormal. Stahlrohrmotoren. Aber das kleine Sprung auch noch so. Alter, hallo, Lex. Oh Mann. Hi, Ghostfighter. Hey, Spruch. Ja. Guten Abend. Lass uns mal meine Tasse zuknallt, aber. Oh, nice. Mhm. Die ganzen Container, also die Pulse sind schwer als nachvollziehbar, was ich aufgenommen habe. Ja, klar. So, stell ich mal die Dinger her. Ich glaube, wir brauchen noch nur 5 oder so. Ja, nur 5. Ah, ich habe genug dabei für 33. Du kannst das. Ah, super, danke, Spiel. Oh. Achso, ja, ich kann gerade platzieren. Aber ich kann ja schon mal Waggons bauen. Achso, Ghostfighter, wo wir letztes Mal über Factorio geredet hatten, die Entscheidung ist mittlerweile gefallen, das Factorio Projekt mit statt Mods und so wird nicht auf Twitch kommen. Also ausschließlich YouTube. Mhm. Da Nico sich dann halt doch dagegen erschienen hat, mitzumachen. Was vollkommen okay ist. Genau. Wenn keine Lust drauf hat, gibt es ja auch keinen Sinn. Aber dadurch können wir halt nicht streamen. So, Alter. Boah, ey. Die Frame Drops manchmal sind da doch schon nice. Oh. Ja, aber das Ding ist, mit dem Free-Zeug, Ghostfighter, müssen halt das Zeug auf die andere Seite der Map befördern. Und so viel Puppen wollen wir nicht platzieren. Und dann, wenn es auf Dauer nach und nach abtransportiert ist, ist es okay. Es muss ja nicht konstant sein. Ja, ich meine, wir werden hier sowieso relativ wenig Ressourcen rausnehmen. Das heißt, hier wird wenig produziert eigentlich in der Hauptbase. Dadurch wird es sehr wenig an den Sachen sein. Ja. Oh, weil wir dadurch E-Flüssigkeiten kaum transportieren. Okay, halt die Ölzufuhr für die Base hier und eigentlich nur dann die Abfälle. Ja. Was mir übrigens auffällt, was wir, glaube ich, ändern sollten, ist, hier vorne ist ja aktuell kein Polymerharz, sondern halt der Schwererückstand. Was blöd ist, denn im vordersten Container... Wie ist denn das? Wollten wir das in die hinteren beiden Container reinmachen? Nope. In den Deponia? Oh, scheiße, ich weiß. Ne? Ich glaube, in den vordersten. Also ich glaube, da, wo jetzt Schwererückstand ist. Oder? Weiß ich nicht. Also wo steht denn der Zug? Das ist gerade unsicher. Was? Also, tun wir die jetzt in eine Batterie rein oder in zwei Batterien quasi? Ich bin mir unsicher. In einen. Platzier erstmal den... Ghostfighter, falls du Bock hast, bei der Runde mitzumachen, platz ja durchaus noch frei. Also, ist nicht... Könntest du mir bitte... Also, nötig wäre das tatsächlich. Die Dingsbums da geben, die, ne? Achso, ja, die können sie ja schon. Ah, genau, danke. Achso, Quatsch. So, ist halt. Also, ich glaube, wir müssen Polymerz theoretischerweise da rein tun, damit das dann richtig ist. Wobei wir von mir aus gerne nochmal speichern können gleich. Dann erstmal in eine andere Welt gehen. Um zu gucken, ob es wirklich richtig ist, sicherheitshalber. Sollten wir machen. Ich war ein bisschen selber hier umbauen und wollten eh nochmal gucken, wie wir das Polymer jetzt hier... Ah, nicht stimmt, wollten sie direkt anschließen. Scheiße. Ja, aber ich würde es gerne erstmal testen. Also, an sich dürfte jetzt... Ja, wobei es... Ja gut, klar wird nichts beladen. Okay, warte, dann... Also hier ist jetzt auf jeden Fall was drin gewesen. So.
Speichern brauche ich unbedingt, egal. So, dann schauen wir mal. Also da war kurz was Normales drin. Ja, ich wette mit dir, wenn dir noch irgendwas zwischen. Denke ich auch. Gucken. Na, steht nicht perfekt, oder wie? Wie könnte ich denn mal... Mach auf automatisch. Ja, notfalls.